Ja, liebe Leute, es ist jeden Tag das Gleiche. Der Morgen beginnt mit Alarm, Schreckensnachrichten aus nah und fern. Man ist betroffen und muss betroffen sein. Man muss solidarisch sein. Man muss ganzheitlich sein und funktionieren. Man müsste eigentlich zum Fenster rausschreien. Ich bin mit allem einverstanden. Ich gehöre dazu. Ich bin loyal, gehorsam, gefügig, pflegeleicht. Ich halte es oft nicht aus. Ich bin so aufgewachsen, dass man rausgeht ins Freie. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Die einen sehen ihren Zaun nur von außen, wenn sie ihn streichen im Frühjahr, mit diesem wunderbar terpentinhaltigen Geruch. Ich gehöre zu den anderen, ich sage das nicht ohne Stolz. Ich suche die Latte, die locker ist, im Zaun, um mich davon zu schleichen, zu zerstreuen, zu strawenzeln, Lausbubenstreiche auszuhegen, wenn sie so wollen. Und das Thema der Zerstreuung hat niemand besser begriffen und formuliert als der selige Walter Benjamin, ein deutscher Jude. Ich habe hier nur zwei Büchlein mitgebracht, das Passagenwerk Band 1 und 2 der gesammelten Schriften. Eine Urkunde der Zerstreuung, der Flanerie, des Ennui, des Müßiggangs, frei nach Baudelaire. Dass man halt einfach sich treiben lässt, den Zufall liebkost. Zum Zeichen, dass man es nicht eilig hat, zieht man eine Schildkröte an einer Leine hinter sich her durch die Pariser Passagen und protestiert gegen jeden Imperativ der Systeme, gegen alles Müssen. Es geht eine Fundamentaltheologie durch unser Leben. Können, müssen, wollen, dürfen. Der Deutsche schafft es zum Dürfen fast nie. Aber frei nach Benjamin ist nun das Bild von Glück, das wir hegen, von Sekunde zu Sekunde. Pure Improvisation und so auch hier. Das war der erste Griff ins Regal. Walter Benjamin Passagenwerk. Vor 20 Jahren bei meiner DIS habe ich so aufgelistet die Motive. Da war ich im Computergeschäft noch dümmer als jetzt. Aber pfeift drauf. Es ist ein Traum. Besorgen Sie sich diese Fibeln. Und als Background-Musik, als Atmosphäre, würde ich sagen, Songbook der Beatles, Let It Be. Was immer Sie hören wollen, Yesterdays, es ist einfach die Bibel des Zufalls, des Glücks. Und sei es noch so schäbig, man kann es riechen, wenn man aufschlägt. Und für Gitarristen, die Griffe sind markiert, sie sind aufgemalt. Man kann nun wirklich alles vergessen, was modern und klassisch ist. Das ist zeitlose Ewigkeit. In kleiner Münze heitere Melodien mit existenzialistischem Tiefgang. Ich möchte es nicht mehr missen. Mein Leben ist zu kurz, das alles nachzuspielen, aber wir sind viele, jeder ein Stück und wir kommen durch. Lockerung kann natürlich auch etwas Verzweifeltes an sich haben und so möchte ich einen erwähnen, den Walter Serner. Letzte Lockerung geschrieben im KZ. Ein wunderbares Buch. Ein Verzweiflungsschrei, ein Versuch, sich zu sammeln im finalen Theater Argon, sich nicht mit den Schergen gleichzumachen, einen Millimeter Luft, einen Millimeter Abstand zum Wahnsinn zu bekommen, zum Tod, zum Verbrechen. Eine Haltung, ich kann sie nicht buchstabieren, das wäre zu eitel. Walter Serner, letzte Lockerung, Manifest Dada. Wenn Sie es erwischen, bewahren Sie es im Herzen. Thank you.
Sechster Tag, siebente Geschichte. Madonna Philippa, die vor Gericht steht, weil sie ihr Gatte mit ihrem Geliebten betroffen hat, befreit sich mit einer flinken und lustigen Antwort und setzt es durch, dass das Gesetz abgeändert wird. In jedem Falle, meine verehrten Damen, ist die Wohlredenheit eine schöne Gabe. Am schönsten aber ist sie, nach meinem Bedünken, wenn man sie dort zu üben versteht, wo es die Not heischt. Das hat eine edle Dame, von der ich erzählen will, sehr wohl verstanden, indem sie, wie ihr hören werdet, nicht nur bei ihren Zuhörern Heiterkeit und Lachen erregt, sondern sich auch aus den Schlingen eines schimpflichen Todes gerettet hat. In der Stadt Prato war einmal ein Gesetz, wahrlich nicht minder tadelnswert als grausam, das, ohne irgendwie einen Unterschied zu machen, festsetzte, dass jede Frau, die von ihrem Gatten beim Ehebruche mit einem Geliebten betroffen worden sei, ebenso verbrannt werden solle wie jede, von der sich herausgestellt habe, dass sie sich einem beliebigen Manne um Geld hingegeben habe. Zu der Zeit, wo dieses Gesetz in Kraft war, geschah es, dass eine schöne Edeldame, Madonna Philippa mit Namen, die verliebter war als jede andere, eines Nachts in ihrem eigenen Gemache von ihrem Gatten Rinaldo de Pugliesi in den Armen Lazzarinos de Guasogliotti betroffen wurde. Eines hübschen, jungen Edelmannes dieser Stadt, den sie mehr liebte als sich selbst. Furchtbar ergrimmt über diesen Anblick hielt sich Rinaldo kaum zurück, sich auf die beiden zu stürzen und sie zu töten. Und wenn er nicht für sich selber gefürchtet hätte, so hätte er dem Ungestüm seines Zornes nachgegeben und es getan. Obwohl er sich aber hierin mäßigte, so konnte er sich doch nicht auch darin mäßigen, dass er nicht das, was ihm zu vollstrecken verwehrt war, nämlich den Tod seiner Frau, von dem pratesischen Gesetze begehrt hätte. Da er ein völlig genügendes Zeugnis hatte, um das Vergehen der Dame zu beweisen, erhob er, ohne einen anderen Rat annehmen zu wollen, sofort, als der Tag gekommen war, die Klage gegen sie und ließ sie vor Gericht fordern. Die Dame, die gar hochherzig war, wie es bei liebenden Frauen gemeiniglich zutrifft, fasste trotz dem Abraten vieler Freunde und Verwandten den festen Entschluss zu erscheinen und lieber, die Wahrheit bekennend, starken Geistes zu sterben, als nach einer feigen Flucht in von ihr selbst verhängter Verbannung zu leben und also kundzutun, dass sie eines solchen Geliebten, wie der war, in dessen Armen sie in der vergangenen Nacht geweilt hatte, unwert sei. Nachdem sie also mit einem stattlichen Geleite von Frauen und Männern, die ihr alle zu leugnen rieten, vor dem Richter erschienen war, fragte sie ihn festen Antlitzes und mit gelassener Stimme, was er von ihr wünsche. Als der Richter, indem er sie betrachtete, sah, dass sie sehr schön war und einen gar edlen Anstand dartat und, wie es auch ihre Worte bezeugten, hohen Sinnes war, fühlte er Mitleid mit ihr und besorgte, dass sie etwas gestehen werde, was ihn, wenn er seine Ehre rein erhalten wolle, zwingen werde, sie dem Tode zu überliefern. Da er aber nicht umhin konnte, sie über das zu befragen, dessen sie beschuldigt war, sagte er zu ihr, »Madonna, wie ihr seht, steht hier euer Gatte Rinaldo, und er führt Klage gegen euch, dass er euch mit einem Manne im Ehebruche betroffen habe, und darum verlangt er, dass ich euch dafür, wie es das Gesetz verlangt, mit dem Tode bestrafe. Das kann ich aber nicht tun, wenn ihr nicht gesteht. Und darum gebt wohl Acht, was ihr antwortet, und sagt mir, ob das wahr ist, dessen euch euer Gatte anklagt.« Ohne das geringste Zeichen von Erregung antwortete die Dame mit heiterer Stimme, »Es ist wahr, Messer, dass Rinaldo mein Gatte ist und dass er mich in der vergangenen Nacht in den Armen Lazzarinos betroffen hat, in denen ich wegen der innigen und vollkommenen Liebe, die ich zu ihm trage, zu often Malen geweilt habe
und das werde ich nie leugnen, bin ich doch überzeugt, dass ihr wisst, dass die Gesetze alle einschließen und mit der Zustimmung aller, die sie angehen, gemacht sein sollen. Das trifft aber bei diesem Gesetze nicht zu, weil es nur jene armen Frauen beschränkt, die viel besser als die Männer mehreren Genüge tun könnten. Überdies hat, als es gegeben worden ist, keine Frau zugestimmt. Ja, es ist nicht einmal eine darum gefragt worden. Und aus diesen Gründen darf man es wohl ungerecht nennen. Wenn ihr nun meinem Leben und eurer Seele zum Nachteile sein Vollstrecker sein wollt, so steht das bei euch. Bevor ihr aber daran geht, ein Urteil zu sprechen, bitte ich euch, dass ihr mir eine kleine Gunst gewährt. Nämlich, meinen Gatten zu fragen, ob ich mich ihm jedes Mal und so oft es ihm beliebt hat und ohne Widerrede hingegeben habe oder nicht. Daraufhin antwortete Rinaldo, ohne erst zu warten, dass ihn der Richter fragen werde, augenblicklich, dass ihm die Dame jedes Mal, wann er es verlangt habe, jeglichen seiner Wünsche gewährt habe. Also frage ich, Herr Richter, fuhr die Dame sogleich fort, wenn er von mir immer alles das, was er gebraucht und gewünscht hat, bekommen hat, was sollte oder soll ich dann mit dem machen, was er übrig lässt? Es vor die Hunde werfen? Ist es nicht viel besser, damit einem Edelmanne, der mich mehr liebt als sich, zu dienen, als es zugrunde gehen oder verderben zu lassen? Zu diesem also beschaffenen Verhöre einer so vornehmen und wohlberufenen Dame waren schier alle Bürger von Prato zusammengelaufen. Als sie nun diese lustige Frage hörten, riefen sie nach vielem Gelächter alle wie aus einem Munde, die Dame habe recht und spreche gut. Und bevor sie auseinandergingen, änderten sie, weil ihnen das der Richter nahelegte, das grausame Gesetz ab und beschränkten seine Geltung auf die Frauen, die sich um Geld an ihren Gatten vergehen würden. So ging denn Rinaldo voll Beschämen über sein albernes Unterfangen vom Gerichte weg, und die Dame kehrte froh und heiter, schier wie eine vom Feuer Wiedererstandene, mit Ruhm bedeckt, in ihr Haus zurück. Thank you.
Ein bisschen erinnert unsere derzeitige Situation mit der Corona-Pandemie an das 14. Jahrhundert, als sich in Italien von der Pest wütend einige Adelige auf ein Landgut zurückgezogen haben, das Giovanni Boccaccio in seinem Decameron zusammengefasst hat. Und er hat eine wunderbare Grundkonstellation geschaffen, die viel mit unserem Thema Zerstreuung zu tun hat. Er hat Leute aufgefordert, beziehungsweise schreibt von Leuten, die sich gegenseitig während der Krise Geschichten erzählen. Und bei diesen Geschichten fließen die Gedanken frei. Es entstehen lustige Geschichten, es entstehen anzügliche Geschichten und es entstehen erstaunlicherweise Geschichten, die ganz elementar auch Fragen des Rechts betreffen. Die hat uns ja Shenya Lacher gerade vorgelesen, eine dieser Geschichten. Und eine Erfahrung für mich während dieser Corona-Zeit, so viel über Grundrechte haben wir in den Zeitungen und in den Berichten wenig gelesen wie derzeit. Und deswegen ist es toll, dass wir eine Expertin hier haben, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt hat. Wir haben eine Juraprofessorin da, Birgit Schmidt am Busch, hier von der LMU, vom Institut für Politik und öffentliches Recht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie, wenn ich Sie kurz vorstellen darf, Sie sind in München an die Uni gegangen, haben hier auch promoviert und also Ihr Staatsexamen hier gemacht, dann promoviert. Sie haben dann in der bayerischen Verwaltung gearbeitet und waren spannenderweise auch 2007 dabei, als es im bayerischen Gesundheitsministerium darum ging, einen ersten Pandemieplan für Deutschland zu erstellen. Wie ist es damit gegangen? Was hatte es damals auf sich? Ja, es gab schon immer Hinweise der Wissenschaft, dass eine Pandemie kommen könnte. Also da gibt es bestimmte Berechnungen, dass Pandemien immer wieder in Wellen auftreten können. Und deswegen hat man sich zusammengesetzt, insbesondere damals war es noch Umwelt und Gesundheit, einen solchen Plan erarbeitet. Und da haben sich natürlich schon im Vorhinein all diese Fragen gestellt, die uns dann tatsächlich erreicht haben. Man hat auch andere eingebunden, die Krankenhäuser eingebunden, die Ärzteschaft eingebunden, die anderen Ministerien eingebunden, sich auch schon überlegt, welche Medikamente man anschaffen könnte, wie man dann eine Impfung sicherstellen kann. Und das Gefühl war natürlich, hoffentlich wird uns das nie ereilen. Jetzt hat es uns das Ganze ereilt und ich würde eine Frage gleich am Anfang nochmal stellen, dass es so interessant ist, dass wir in unserer Verfassung diesen Satz drin haben, dass bestimmte Grundrechte unveräußerlich sind. Und dann kommen wir aber trotzdem in die Situation, bestimmte Werte gegeneinander und Grundrechte gegeneinander abzuwägen. Wie kriegt man diese beiden Gedanken zusammen? Also die Unveräußerlichkeit, aber dann doch auch die Einschränkung, die wir in diesem Fall jetzt auch vorgenommen haben. Ja, das Grundgesetz sagt nicht, dass bestimmte Rechte unveräußerlich sind, sondern in Artikel 1 Absatz 2 bekennt sich das deutsche Volk zu den unveräußerlichen und unverletzlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Das heißt, es wird anerkannt, dass es schon vor dem Staat außerstaatlich Rechte gibt, die jedem Menschen zukommen. Und die Grundrechte im Grundgesetz setzen das um, aber gehen auch zum Teil darüber hinaus und können natürlich auch hier modifiziert werden. Sie müssen nur immer den Menschenwürdegehalt, den Kerngehalt bewahren. Okay, das heißt, Abwägung und Einschränkung möglich und trotzdem darf an dem, ja, darf eine Dynamik nicht grenzenlos passieren? Also es gibt schon was Statisches in diesen... Ja, also die Menschenwürde steht ja auch an allererster Stelle. Das war auch eben eine Antwort auf das nationalsozialistische Unrecht. Auch das Bekenntnis zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten. An erster Stelle der Grundrechtskatalog, das gab es bis dahin nicht, um auch nochmal die Bedeutung der Grundrechte herauszustellen. Aber natürlich stehen Grundrechte auch mal in Spannungsverhältnissen, so wie wir das jetzt erleben. Wir haben auf der einen Seite den Schutz der Gesundheit, das ist in Artikel 2 Absatz 2 geregelt. Hier trifft den Staat eine Schutzpflicht, auch dafür zu sorgen, dass die Menschen in der Gesellschaft gesund bleiben. Und bei entsprechenden Maßnahmen kann das dann zu einem Konflikt mit
anderen Grundrechten kommen und jetzt gerade zahlreichen Grundrechten der Kunstfreiheit, der Berufsfreiheit, der, da bin ich dann betroffen, der Wissenschaftsfreiheit, ja, der Religionsfreiheit. Und da muss dann eine Abwägung erfolgen. Also für, wenn wir da gleich bleiben, wir als Theaterleute haben im Moment die schwierige Situation, dass wir mit dem, mit der Unversehrtheit des Körpers, also mit der Gesundheit, dem Gesundheitsschutz, der sehr hoch angesiedelt ist, dazu führt, dass wir de facto unseren Beruf nicht frei ausüben können. Jetzt gibt es aber gerade auch in der Bayerischen Verfassung, die ja auch explizit die Kultur als einen Verfassungsauftrag beschreibt, was ja im Grundgesetz der Bundesrepublik nicht drin steht. Jetzt kommen wir aber zum Beispiel und sitzen da und denken uns, warum ist eigentlich, also oder man hat so das Gefühl, warum können Gottesdienste viel schneller stattfinden und warum sind da die Einschränkungen oder wenn wir jetzt schon wieder in Lokale gehen, warum dürfen da Leute mehr zusammen sein als, als jetzt bei uns in der Theater, also im Theaterraum, wo ist der Unterschied? Also wie kriege ich verständlich, dass jetzt die vermeintlich die Religionsfreiheit mächtiger oder leichter zum Zug kommt als die Kunstfreiheit? Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Der Verordnungsgeber hat ja immer wieder angepasst an die Entwicklung der Pandemie neue Maßnahmen getroffen und ihm obliegt auch eine Einschätzungsprärogative mit Blick auf die verschiedenen Lebensbereiche. Und man kann die Lebensbereiche meines Erachtens nicht eins zu eins gleichsetzen. Wir haben im Moment eine unterschiedliche Regelung für das Betreten von Kirchen, für den Besuch von Gottesdiensten. Dort ist ja geregelt, dass so viele Menschen die Kirche oder den Gebetsraum, ist ja auch für alle Religionen erfasst, betreten dürfen, so viele Plätze da sind, die einen ausreichenden Abstand von 1,5 Meter ermöglichen. Bei Theatern gibt es eine bestimmte Höchstzahl von 50, bei zugewiesenen Plätzen von 100. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, wo könnten die Unterschiede sein. Der Unterschied kann sein, dass im Gottesdienst in der Regel, der dauert nicht so lange wie eine Oper. Ich habe einige Opern hier besucht, die bis zu 5 Stunden dauerten. Die Verwaltung hat dabei wohl auch in Betracht gezogen, die unterschiedlichen Räumlichkeiten, die unterschiedliche Belüftung. In Gebetsräumen haben wir häufig Fenster. Das haben wir jetzt in den großen Theatern, aber auch in den kleinen Theatern, die ich besuche, nicht. Und hier ist dann der Verordnungsgeber oder dahinter steckt ja auch der Gesetzgeber frei, das zu bewerten. Und insofern denke ich, kann er hier Gründe vorbringen, ob die halten, ist natürlich auch Sache des der Gerichte. Wer also nicht damit einverstanden ist, kann das vor Gericht überprüfen lassen. Und dann wird die Verwaltung auf jeden Fall gezwungen, nochmal ihre Argumente darzulegen, warum sie einmal für den Lebensbereich die Regelung getroffen hat, für den anderen Lebensbereich diese Regelung. Und wir in der Wissenschaft sind ja auch besonders betroffen. Wir können keine Präsenzveranstaltungen halten. Wir dürfen nur in Einzelfallveranstaltungen bis zu 30 Personen halten. Also die ganze Lehre liegt brach. Wir weichen auf online aus. Da kann man auch fragen, warum darf es im anderen Lebensbereich mal 50 Personen sein, bei uns nur 30 Personen. Aber hadern Sie nicht auch in der Lehre dann damit, mit so einer Situation? Doch, also es ist sehr schwer. Man kann natürlich einiges mit dem Online-Unterricht auffangen, aber es ist nicht dasselbe. Ich vermisse den Kontakt zu den Studierenden und auch zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Also ich frage das auch deswegen, weil diese Werteabwägung, welcher jetzt besonders wichtig und welcher hochsteht, überträgt sich ja so in die Art und Weise, wie wir leben. Also sind wir quasi, also erleben wir uns als passiv nur noch also ertragend oder erleben wir uns als gestaltend? Es gibt ja auch dieses ein Prinzip, das nicht direkt in Gesetze gefasst ist, aber das immer groß angehalten wird, auch im europäischen Zusammenhang, das Subsidiaritätsprinzip, in dem eigentlich nur sagt, es wird eine Grundregel erstellt und die Ausgedeutung wird den einzelnen Ebenen selbst überlassen. Und im Moment hat man so das Gefühl, dass dieses Subsidiaritätsprinzip, das so ein emanzipatives ist, nicht groß zur Geltung kommt. Ist das auch Ihr Erleben oder ist das nur
Eitelkeit eines Kunstschaffenden? Nein, ich denke, die Kunst ist in jedem Fall enorm betroffen. Und für mich ist die Kunst auch sehr, sehr wichtig in meinem persönlichen Leben. Und ich habe praktisch kaum ein Kunstevent besuchen können. Das habe ich auch vermisst, als Ausgleich auch zu meiner Berufswelt. Und da muss man einfach sehen, wir haben dieses sehr, sehr wichtige Schutzgut der Gesundheit und auch die Eigenheiten einer Pandemie. Es ist jetzt nicht wie eine Krankheit, die in ein paar Wochen vorbei ist, sondern das zieht sich hin, das zeigt sich in Wellen, das erleben wir ja jetzt gerade. Und darauf muss der Staat reagieren. Und es ist jetzt eine infektiöse Krankheit. Wir wissen im Moment, das ist jetzt so mein Stand, dass sie sich besonders schnell verbreiten kann in Räumen mit vielen Menschen, in Räumen, in denen auch es vielleicht kühl ist, ja, und Räumen, in denen viel gesprochen wird, geschrien wird. Das ist im Moment der Stand der Wissenschaft. Und darauf reagiert der Staat, sodass eben all diese Bereiche jetzt weiter runtergefahren sind. Man hat sie ja hochgefahren, man hat es ja immer weiter ermöglicht. Und bei Gaststätten ist es eben doch noch mal eine kleinere Teil zum Teil. Sie müssen alle müssen ein Hygienekonzept vorlegen. Und das, denke ich, ist nachvollziehbar. Denn es ist schon ein sehr tückisches Virus. Das ist noch nicht aus der Welt. Wir sind auch keine Insel wie vielleicht Neuseeland, die das noch mal anders handhaben können. Und es wird weiter in der Welt erstmal sein. Können auf den Impfstoff hoffen. Mit Subsidiarität, das empfinde ich unseren Föderalismus. Ich war lange durchaus etwas kritisch unserem Föderalismus gegenüber, weil ich habe ihn auch sehr schwerfällig erlebt. Aber jetzt habe ich ihn als sehr positiv erlebt, auch wenn man immer das Gefühl hatte, ja, was ist denn nun, was soll denn nun sein? Aber dadurch war es möglich, viele Meinungen zu hören, viele wissenschaftliche Meinungen zu hören, viele politische Meinungen zu hören. Und die mussten dann irgendwie einen Ausgleich finden. Und dann ist mal ein Bundesland vorgezogen, vorgeprescht, ein anderes dann hat wieder eine andere Richtung gemacht. Aber das habe ich als sehr positiv empfunden. Wir wurden nicht einfach unter eine Meinung gesteckt, sondern wir konnten diese Meinung ausleben. Eins noch, das heißt, Sie würden als Juristin im Moment nicht sagen, dass wir in unseren Grundprinzipien des Staates, an denen gerade gerüttelt wird, sondern Sie sagen, es ist eigentlich eine Form von gesetzesmäßigen Usus, den wir gerade so extrem erleben. Also das ist jetzt eine sehr pauschale Frage. Ich denke, unser Rechtsstaat ist herausgefordert wie noch nie und er muss sich jetzt bewähren. Und bislang, denke ich, ist ihm das mehr oder weniger gelungen. Viele Einzelmaßnahmen werden auf den Prüfstand gestellt. Dass der neue Präsident vom Bundesverfassungsgericht hat in einer Fernsehsendung gesagt, dass schon mehr als 200 Entscheidungen getroffen worden sind. Gleiches gilt für den Bayerischen Verfassungsgerichtshof, für den Verwaltungsgerichtshof. Dort werden natürlich im Einzelnen noch Korrekturen vorgenommen. Aber im Großen und Ganzen bin ich der Auffassung, dass sich hier in Deutschland der Rechtsstaat, dass er soweit funktioniert hat, dass wir aber weiter aufpassen müssen, dass wir jeden Tag das auch wieder diskutieren müssen. Und das geschieht ja auch, ja? Auch wenn man das aktuell sieht. Es werden neue Fragen kommen jetzt. Die Stigmatisierung, wenn ein Immunitätsausweis verlangt wird, die Stigmatisierung von Personen, Bürgerinnen und Bürger, die aus bestimmten Landkreisen kommen, die jetzt wieder einen Lockdown erfahren. Also wir werden immer weiter uns damit beschäftigen müssen. Das ist noch nicht vorbei. Aber damit wächst es ja auch. Wir machen jetzt einen ganz kurzen Schwenk einfach, weil diese Geschichte, die wir gehört haben, ja so einen ganz speziellen, so einen Schalk im Nacken hat mit dieser Frau, die sich ganz alleine dem Justizsystem stellt und die Stirn bietet in dieser Geschichte. Da geht es ja um einen Wert der Ehe und in unserer heutigen Zeit ist ja sehr in Dynamik. Und deswegen würde ich Sie nochmal auch fragen, wie ist das Denken innerhalb des Gesetzgebers oder unserer Gesetzgebung, die auch da wieder die Spannung zwischen die Ehe ein
ein feststehender Wert, aber die Definition ist dynamisch. Wie funktioniert da unsere Verfassung oder welches Denken steckt da dahinter? Ja, die Ehe ist geschützt in Artikel 6 und einmal bedeutet es ein Abwehrrecht, das heißt also, ich habe das Recht, Eingriffe des Staates in mein Eheleben abzuwehren. Aber Ihre Frage bezieht sich auf die Ehe als Institut. Sie ist als Institut geschützt. Und da stellt sich die Frage, was verstehen wir darunter? Institut bedeutet, dass hier schon die Väter und Mütter des Grundgesetzes die Ausgestaltung der Ehe dem Gesetzgeber, dem Bundestag, unserem Parlament überlassen haben. Wir finden im Grundgesetz selber keine Definition der Ehe. Nur als Frage, könnte es auch daran liegen, dass man einfach gedacht hat, das ist so selbstverständlich? Also sozusagen nur übersehen hat, es auszuformulieren? Oder würden Sie sagen, das ist eine bewusste Entscheidung, diese Definition nicht vorzunehmen? Man hatte feste Vorstellungen, aber welche Pflichten und Rechte die einzelnen Ehepartner treffen, das war, glaube ich, nicht in Stein gemeißelt mit dem Begriff der Ehe. Es war also schon klar, dass hier der einfache Gesetzgeber das weiter ausgestalten sollte. Und das hat er ja im BGB getan. Und es wurde auch immer wieder angepasst im Laufe der Jahrzehnte und zugunsten der Frau, wie in unserer Geschichte auch. Und natürlich gibt es dann Fragestellungen, wie jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe, die Zulassung der gleichgeschlechtlichen Ehe, ob mit dem Begriff Ehe bestimmte Strukturprinzipien einfach so festgeschrieben sind, dass damit dann dem einfachen Gesetzgeber Grenzen gesetzt sind. Und darüber streitet sich die Staatsrechtslehre. Ich denke hier, das Bundesverfassungsgericht, wir haben keine Aussage des Bundesverfassungsgerichts dazu. Bayern hatte zunächst vor, im Wege einer abstrakten Normkontrolle, so ist das Verfahren, das Gesetz vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen, hat dann aber davon abgesehen. Man kann hier sehr statisch auslegen und sagen, naja, es war immer die Verbindung eines Mannes mit einer Frau gemeint, Tradition, gleichzeitig aber, gerade wenn es als Institut gedacht ist, sollen ja auch der gesellschaftliche Wandel mit aufgenommen werden. Das Bundesverfassungsgericht vertritt hier insgesamt eine sehr schöne vermittelnden Ansatz, dem ich mich auch anschließen würde, sagt, ich muss natürlich auf die Tradition schauen, ich muss auf die Entstehungsgeschichte schauen. Was haben sich die Mütter und Väter des Grundgesetzes damals dabei gedacht? Aber gleichzeitig muss ich auch den Wandel, den gesellschaftlichen Wandel wahrnehmen. Eine Verfassung ist nicht in Stein gemeißelt. Und wenn sie auch identitätsstiftend sein soll, dann muss sie auch auf diesen Wandel reagieren können. Sie muss auch auf neue Herausforderungen reagieren können. Auch mit neuen Grundrechten, die abgeleitet werden im digitalen Bereich. Ja. Das haben die Mütter und Väter einfach nicht vorhersehen können, dass wir mal eine Internetwelt werden. Ich habe eine ganz andere Frage, die ist vielleicht ein bisschen naiv und kommt so aus der Seite, der halt im Kunstbereich arbeitet und wir ja immer so dieses Stempelchen oder auch dieses Signum haben, dass wir kreativ sind. Wie ist das? Empfinden Sie Juristerei als was Kreatives, aber was nicht was Kreatives im so, ich bin jetzt besonders schlau in der einen oder anderen Ebene, aber ist das für Sie ein kreativer Vorgang im Umgang mit Gesetzestexten? Also wie bewegt man sich da drin in diesem ganzen... Ich würde das als einen sehr kreativen Vorgang ansehen und das ist das, was mich auch reizt an der Juristerei, gerade eben in Bezug auf Ehe. Also es gibt da verschiedene Studien mittlerweile, hier auch verschiedene Ansätze zu erproben, nachzuvollziehen, um dann zu sehen, was kann da als Ergebnis am Ende stehen. Und da ist das Argument. Das Argument ist bei uns eben von ausschlaggebender Bedeutung. Ja? Und das versuche ich auch meinen Studierenden zu vermitteln. Es geht nicht einfach, einen Text so zu übernehmen, sondern mit dem Text zu arbeiten, mit der Sprache zu arbeiten. Auch Sprache ändert sich, auch die Gesetzessprache, bestimmte Worte, die dort vom Gesetzgeber verwendet werden, können eine andere Bedeutung erlangen. Und damit umzugehen, das herauszufinden, aber auch gerade, wenn man für eine Seite argumentiert, sei es für die Bürgerinnen oder Bürger oder für den Staat,
entsprechende Argumente mit den Methoden, die bei uns anerkannt sind, zu erarbeiten. Super, ich denke, bevor es uns jetzt weiter hier voll regnet, haben wir trotzdem versucht, hier bei den Bienen, die uns auch in Fleiß und doch irgendwie Müßiggang anderen Themen zu widmen, bedanke ich mich für das Gespräch. Ich bedanke mich für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Super, also gern geschehen und vielen Dank. Thank you.
Exkurs über den Zeitsinn. Als sie vom Essen wieder heraufkamen, lag das Paket mit den Decken schon in Hans Castorps Zimmer auf einem Stuhl, und zum ersten Mal machte er an diesem Tage Gebrauch davon. Der geübte Joachim erteilte ihm Unterricht in der Kunst, sich einzupacken, wie es alle hier oben machten und jeder Neuling es gleich erlernen musste. Man breitete die Decken, eine und dann die andere, über das Stuhllager, sodass sie am Fußende ein reichliches Stück auf dem Boden hingen. Dann nahm man Platz und begann, die innere um sich zu schlagen, zuerst der Länge nach bis unter die Achsel, hierauf von unten über die Füße, wobei man sich sitzend bücken und das gefaltete Ende doppelt fassen musste. Und dann von der anderen Seite, wobei der doppelte Fußzipfel gut an den Längsrand zu passen war, wenn die größtmögliche Glätte und Ebenmäßigkeit erzielt werden sollte. Danach beobachtete man genau dasselbe Verfahren bei der äußeren Decke. Ihre Handhabung war etwas schwieriger, und Hans Castorp als Stümper und Anfänger ächzte nicht wenig, indem er sich bückend und wieder ausstreckend die Griffe übte, die man ihn lehrte. Nur einige wenige Altgediente, sagte Joachim, könnten beide Decken gleichzeitig mit drei sicheren Bewegungen um sich schleudern, aber das sei eine seltene und geneidete Fertigkeit, zu der nicht nur langjährige Übung, sondern auch eine natürliche Anlage gehöre. Über dies Wort musste Hans Castorp lachen, während er mit schmerzendem Rücken sich zurückfallen ließ, und Joachim, der nicht gleich verstand, was hier komisch war, sah ihn unsicher an, lachte dann aber auch. »So«, sagte er, als Hans Castorp ungegliedert und walzenförmig die nachgiebige Rolle im Nacken und erschöpft von all der Gymnastik im Stuhle lag, »wenn es nun 20 Grad Kälte hätte, so könnte dir auch nichts passieren.« Und dann ging er hinter die Glaswand, um sich ebenfalls einzupacken. Das mit den 20 Grad Kälte bezweifelte Hans Castorp, denn ihn fror entschieden. Schauer überliefen ihn wiederholt, während er durch die Holzbögen in die sickernde, nieselnde Nässe dort draußen blickte, die jeden Augenblick auf dem Punkte schien, wieder in Schneefall überzugehen. Wie sonderbar übrigens, dass er bei all der Feuchtigkeit immer noch so trockenhitzige Backen hatte, als säße er in einem überheizten Zimmer. Auch fühlte er sich lächerlich angegriffen von den Übungen mit den Decken. Wahrhaftig, Ocean Steamships zitterte ihm in den Händen, sobald er es vor die Augen führte. So überaus gesund war er doch eben auch nicht. Total anämisch, wie Hofrat Behrens gesagt hatte. Und deswegen neigte er wohl auch so zum Froste. Die unangenehmen Empfindungen jedoch wurden aufgewogen durch die große Bequemlichkeit seiner Lage, die schwer zu zergliedernden und fast geheimnisvollen Eigenschaften des Liegestuhles, die Hans Castorp beim ersten Versuche schon mit höchstem Beifall empfunden hatte und die sich wieder und wieder aufs Glücklichste bewährten. Lag es an der Beschaffenheit der Polster, der richtigen Neigung der Rückenlehne, der passenden Höhe und Breite der Armstützen oder auch nur der zweckmäßigen Konsistenz der Nackenrolle genug? Es konnte für das Wohlsein ruhender Glieder überhaupt nicht humaner gesorgt sein als durch diesen vorzüglichen Liegestuhl. Und so war denn Zufriedenheit in Hans Castorps Herzen darüber, dass zwei leere und sicher gefriedete Stunden vor ihm lagen, diese durch die Hausordnung geheiligten Stunden der Hauptliegekur, die er, obgleich nur zu Gaste hier oben, als eine ihm ganz gemäße Einrichtung empfand. Denn er war geduldig von Natur, konnte lange ohne Beschäftigung wohl bestehen und liebte, wie wir uns erinnern, die freie Zeit, die von betäubender Tätigkeit nicht vergessen gemacht, verzehrt und verscheucht wird. Um 4 erfolgte der Vesper-Tee mit Kuchen und Eingemachtem, etwas Bewegung im Freien sodann, hierauf abermals Ruhe im Stuhl, um 7 das Abendessen, welches, wie überhaupt die Mahlzeiten, gewisse Spannungen und Sehenswürdigkeiten mit sich brachte, auf die man sich freuen konnte, danach ein oder der andere Blick in den stereoskopischen Guckkasten, das kaleidoskopische Fernrohr und die kinematografische Trommel. Hans Castorp hatte den Tageslauf bereits am Schnürchen, wenn es auch viel zu viel gesagt wäre, dass er schon
eingelebt, wie man es nennt, gewesen sei. Im Grunde hat es eine merkwürdige Bewandtnis mit diesem sich einleben an fremdem Orte, dieser, sei es auch, mühseligen Anpassung und Umgewöhnung, welcher man sich beinahe um ihrer selbst willen und in der bestimmten Absicht unterzieht, sie, kaum dass sie vollendet ist, oder doch bald danach, wieder aufzugeben und zum vorigen Zustande zurückzukehren. Man schaltet dergleichen als Unterbrechung und Zwischenspiel in den Hauptzusammenhang des Lebens ein, und zwar zum Zweck der Erholung, das heißt der erneuernden, umwälzenden Übung des Organismus, welcher Gefahr lief und schon im Begriffe war, im Ungegliederten einerlei der Lebensführung sich zu verwöhnen, zu erschlaffen und abzustumpfen. Worauf beruht dann aber diese Erschlaffung und Abstumpfung bei zu langer nicht aufgehobener Regel? Es ist nicht so sehr körperlich-geistige Ermüdung und Abnutzung durch die Anforderungen des Lebens, worauf sie beruht, denn für diese wäre ja einfache Ruhe das wiederherstellende Heilmittel. Es ist vielmehr etwas Seelisches. Es ist das Erlebnis der Zeit, welches bei ununterbrochenem Gleichmaß abhanden zu kommen droht und mit dem Lebensgefühle selbst so nahe verwandt und verbunden ist, dass das eine nicht geschwächt werden kann, ohne dass auch das andere eine kümmerliche Beeinträchtigung erführe. Über das Wesen der Langeweile sind vielfach irrige Vorstellungen verbreitet. Man glaubt im Ganzen, dass Interessantheit und Neuheit des Gehaltes die Zeit vertreibe, das heißt verkürze, während Monotonie und Leere ihren Gang beschwere und hemme. Das ist nicht unbedingt zutreffend. Leere und Monotonie mögen zwar den Augenblick und die Stunde dehnen und langweilig machen, aber die großen und größten Zeitmassen verkürzen und verflüchtigen sie sogar bis zur Nichtigkeit. Umgekehrt ist ein reicher und interessanter Gehalt wohl imstande, die Stunde und selbst noch den Tag zu verkürzen und zu beschwingen. Ins Große gerechnet jedoch verleiht er dem Zeitgange Breite, Gewicht und Solidität, sodass ereignisreiche Jahre viel langsamer vergehen als jene armen, leeren, leichten, die der Wind vor sich herbläst und die verfliegen. Was man Langeweile nennt, ist also eigentlich vielmehr eine krankhafte Kurzweiligkeit der Zeit infolge von Monotonie. Große Zeiträume schrumpfen bei ununterbrochener Gleichförmigkeit auf eine das Herz zu Tode erschreckende Weise zusammen. Wenn ein Tag wie alle ist, so sind sie alle wie einer. Und bei vollkommener Einförmigkeit würde das längste Leben als ganz kurz erlebt werden und unversehens verflogen sein. Gewöhnung ist ein Einschlafen oder doch ein Mattwerden des Zeitsinnes. Und wenn die Jugendjahre langsam erlebt werden, das spätere Leben aber immer hurtiger abläuft und hineilt, so muss auch das auf Gewöhnung beruhen. Wir wissen wohl, dass die Einschaltung von Um- und Neugewöhnungen das einzige Mittel ist, unser Leben zu halten, unseren Zeitsinn aufzufrischen, eine Verjüngung, Verstärkung, Verlangsamung unseres Zeiterlebnisses und damit die Erneuerung unseres Lebensgefühls überhaupt zu erzielen. Dies ist der Zweck des Orts- und Luftwechsels, der Badereise, die Erholsamkeit der Abwechslung und der Episode. Die ersten Tage an einem neuen Aufenthalt haben jugendlichen, das heißt starken und breiten Gang. Es sind etwa 6 bis 8. Dann, in dem Maße, wie man sich einlebt, macht sich allmähliche Verkürzung bemerkbar. Wer am Leben hängt, oder besser gesagt, sich ans Leben hängen möchte, mag mit Grauen gewahren, wie die Tage wieder leicht zu werden und zu huschen beginnen. Und die letzte Woche etwa von 4 hat unheimliche Rapidität und Flüchtigkeit. Freilich wirkt die Erfrischung des Zeitsinnes dann über die Einschaltung hinaus, macht sich, wenn man zur Regel zurückgekehrt ist, aufs Neue geltend. Die ersten Tage zu Hause werden ebenfalls nach der Abwechslung wieder neu, breit und jugendlich erlebt, aber nur einige wenige. Denn
In die Regel lebt man sich rascher wieder ein als in ihre Aufhebung. Und wenn der Zeitsinn durch Alter schon müde ist oder ein Zeichen von ursprünglicher Lebensschwäche nie stark entwickelt war, so schläft er sehr rasch wieder ein. Und schon nach 24 Stunden ist es, als sei man nie weg gewesen und als sei die Reise der Traum einer Nacht. Diese Bemerkungen werden nur deshalb hier eingefügt, weil der junge Hans Castorp Ähnliches im Sinne hatte, als er nach einigen Tagen zu seinem Vetter sagte und ihn dabei mit rotgeäderten Augen ansah: Komisch ist und bleibt es, wie die Zeit einem lang wird zu Anfang an einem fremden Ort. Das heißt, selbstverständlich kann keine Rede davon sein, dass ich mich langweile. Im Gegenteil, ich kann wohl sagen, ich amüsiere mich königlich. Aber wenn ich mich umsehe, retrospektiv also, versteh mich recht, kommt es mir vor, als ob ich schon wer weiß, wie lange hier oben wäre und bis dahin zurück, wo ich ankam und nicht gleich verstand, dass ich da war und du noch sagtest, steige nur aus, erinnerst du dich? Das scheint mir eine ganze Ewigkeit. Mit Messen und überhaupt mit dem Verstand hat das ja absolut nichts zu tun. Es ist eine reine Gefühlssache. Natürlich wäre es albern zu sagen, ich glaube schon 2 Monate hier zu sein. Das wäre ja Nonsens. Sondern ich kann eben nur sagen, sehr lange. Ja, antwortete Joachim, das Thermometer im Munde. Ich habe auch gut davon. Ich kann mich gewissermaßen an dir festhalten, seit du da bist. Und Hans Castorp lachte darüber, dass Joachim dies so einfach, ohne Erklärung, sagte. Thank you.
Xenia Lacher hat für uns gelesen aus Thomas Manns Roman Der Zauberberg, genauer das Kapitel Exkurs über den Zeitsinn, wo verschiedene theoretische Überlegungen über Zeit, über das subjektive Empfinden von Zeit angestellt werden, aus einer ganz konkreten Situation, der Situation der Liegekur heraus. Thomas Mann hat über 10 Jahre gebraucht, um diesen 1000 Seiten dicken Roman zu konzipieren, zu schreiben. Er konnte damit einen großen Erfolg landen, an den Erfolg der Buddenbrooks anknüpfen. Die äußere Handlung ist relativ schnell erzählt, wenn man sich auf das grobe Handlungsgerüst beschränkt. Hans Castorp, ein junger, einfacher Mann, gerade sein Ingenieurexamen abgeschlossen, besucht den Vetter im Lungensanatorium in den Schweizer Alpen, also sehr abgeschieden in Davos. Er will 3 Wochen zu Besuch bleiben, wird allerdings 7 Jahre bleiben. Und erst die Katastrophe des Ersten Weltkrieges, er wird eingezogen in den Krieg, kann überhaupt ihn aus diesem abgeschlossenen Raum, von diesem Zauberberg herunterholen, wenn man so will. Mit uns heute hier, um darüber zu sprechen, ist Professor Dr. Oliver Jaus. Herr Jaus ist Literaturwissenschaftler. Er hat den Lehrstuhl an der LMU für neuere deutsche Literatur inne. Und seine Forschungsschwerpunkte umfassen unter anderem Literaturtheorie, Literatur und Medien, Film sowie die Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Zu seiner umfangreichen Publikationsliste gehört auch ein Kapitel in diesem Band über deutschsprachige Romane der klassischen Moderne, wo er sich eben Thomas Manns Zauberberg widmet. Das bringt mich gleich zu meiner ersten Frage. Hallo Herr Jaus, sehr schön, dass Sie heute hier sind. Wieso gehört der Zauberberg in den Kanon der deutschsprachigen Romane der klassischen Moderne? Was hat er in diesem Buch verloren? Wieso darf er nicht fehlen? Ja, Sie fragen nach der Modernität von Thomas Manns Roman Der Zauberberg. Sie haben das Kriterium selber schon genannt. Es gibt ein sehr, sehr einfaches Handlungsgerüst und dieses Handlungsgerüst wird auf über 1000 Seiten ausgewalzt. Da haben wir doch schon die Definition des modernen Romans. Deswegen gehört der Roman in ein solches Buch. Aber vielleicht ein bisschen genauer betrachtet. Thomas Mann selber hat sich natürlich gefragt, inwiefern er in diesem weltweit literarischen Kontext tatsächlich überhaupt bestehen kann, inwiefern er ein moderner Autor ist. Und er hat sich natürlich auch abgearbeitet. Ich nenne jetzt nur einen Namen beispielhaft für dieses Umfeld, James Joyce. James Joyce, das war das Paradigma der modernen Literatur, des modernen Romans. Und Thomas Mann hat sich immer wieder gefragt, kann ich eigentlich auch in dieser Form ein moderner Romanschriftsteller, ein Romanerzähler sein wie James Joyce? Und es gibt unterschiedliche Antworten von ihm. Er bezeichnet sich gegenüber dem modernen James Joyce manchmal als Traditionalisten. Aber auf der anderen Seite gibt er dann auch die Antwort und sagt sehr selbstbewusst, natürlich kann ich bestehen, ich habe eine ganz eigene Art von Modernität entwickelt. Und wenn wir uns auf die Suche machen, worin denn nun diese ganz eigene Art von Modernität bei Thomas Mann besteht, weshalb der Roman Der Zauberberg auf ganz ursprüngliche Weise ein Roman nicht nur der klassischen Moderne, sondern überhaupt ein moderner Roman ist, dann führt uns diese Frage, glaube ich, mitten hinein in unser heutiges Thema, in das Thema der Zerstreuung. Um nochmal bei diesem Vorsatz zu bleiben, wo es in der Tat heißt, wo der Erzähler sagt, er wird eine einfache Geschichte eines einfachen jungen Mannes, nämlich dieses Hans Castorp, erzählen. Wenn wir da noch mal genauer drauf schauen, dann stellen wir fest, dass sich dahinter eigentlich viel mehr verbirgt und das hängt tatsächlich mit der Zeit zusammen. Der Roman Der Zauberberg ist ein großes Experimentierfeld, wie Erzählliteratur mit Zeitregimen umgehen kann und wie ein Roman Zeitregime gestalten kann. Insofern ist dieser Roman tatsächlich, als er dann 1925 erscheint, tatsächlich auf der Höhe seiner Zeit, was das Nachdenken über Zeit und Zeitregime angeht. Und insofern ist es ganz klar ein unglaublich moderner Roman. Der Roman wird oft bezeichnet als ein Roman, der über
Zeit erzählt. Thomas Mann hat, das geht bis zur Erzähltechnik Thomas Manns. Wir haben es jetzt schon mehrfach angedeutet, das ist ein nicht ganz so schmaler Band, ungefähr 1000 Seiten hat der Zauberberg. Etwa die erste Hälfte des Romans beschreibt einen relativ kurzen Zeitraum von wenigen Wochen. Anfangs wird noch der Tagesablauf sehr minutiös geschildert, fast schon im Sekundenstil. Später dann eben der zweite Teil des Romans umfasst einen wesentlich höheren Zeitraum von mehreren Jahren. Hier wird das also schon durchdekliniert, dieses Erzählen über Zeit. Oder wie macht das Thomas Mann? Was passiert da? Ja, in der Literaturwissenschaft können wir auf zwei unterschiedliche Kategorien blicken, die uns deutlich machen können, wie Erzähltexte mit Zeit umgehen. Wir unterscheiden die erzählte Zeit und die Erzählzeit. Die erzählte Zeit ist die Zeit, über die hinweg erzählt wird. Und da haben Sie schon gesagt, naja, insgesamt gesehen beträgt die Erzählzeit dieses Romans 7 Jahre. Dann gibt es aber noch eine zweite Kategorie, das ist die erzählte Zeit. Die Erzählzeit, das ist die Zeit, die der Erzähler darauf verwendet, über einen ganz bestimmten Zeitraum zu erzählen. Und es ist schon ganz deutlich, diese eigentümliche Zweiteilung. Die ersten wenigen Tage und Wochen nehmen fast die Hälfte des Romans ein und die restliche Zeit wesentlich länger, also fast der gesamte Zeitraum dieser 7 Jahre, die Hans Castorp auf dem Zauberberg in diesem Sanatorium verbringen wird, nehmen dann den zweiten Teil des Romans ein. Sie haben am Anfang auch gesagt, Sekundenstil. Was wir sagen können, das Erzähltempo ist am Anfang sehr, sehr langsam. Es wird Tag für Tag erzählt und es wird dann immer schneller. Wenn wir jetzt auf dieses kleine Unterkapitel, es ist ein Unterkapitel im 4. Kapitel, dieses Romans blicken, Exkurs über den Zeitsinn. Bei diesem Kapitel sind 3 oder 4 Tage vergangen und Hans Castorp hat im Unterkapitel zuvor festgestellt, dass er keine Decken hat, um diese Liegekuren mitzumachen, deswegen muss er die erst noch kaufen und dann gibt es diesen Exkurs über den Zeitsinn. Da sollten wir uns vielleicht auch noch mal ganz kurz über diesen Begriff Exkurs unterhalten. Das ist nämlich hochgradig interessant und zeigt auch die erzählerische Souveränität von Thomas Mann. Exkurs heißt, also wir steigen aus einem Kurs aus. Wir steigen aus dem Handlungsverlauf. Aber das tun wir nicht wirklich. Wir steigen aus und bleiben doch mittendrin. Denn Hans Castorp macht nun zum ersten Mal die Erfahrung einer Liegekur. Das ist das simple Geschehen, das in diesem Unterkapitel erzählt wird. Also man braucht dazu 2 Decken. Man muss sich auf sehr komplexe Art und Weise, sein Vetter Joachim Ziemsen, der ja schon länger auf dem Zauberberg ist, der kann das perfekt und leitet ihn an. Man muss sich da einwickeln, bis man bewegungslos ist. Und dann genießt man diese kalte Winterluft. Und Joachim Ziemsen sagt auch noch, also bis minus 20 Grad, 20 Grad Kälte wirst du da überhaupt nichts spüren. Gleichzeitig ist dieses Kapitel von der Erzähllogik her interessant. Das ist ein Kreuzungspunkt. Da ist auf der einen Seite der Joachim Ziems, der ist schon lange im Sanatorium, aber der will raus. Und da ist der andere, sein Vetter Hans Castorp, der ist ganz kurz in diesem Sanatorium. Und da zeichnet sich schon ab, dass dieser Besuch kein Besuch bleiben wird, dass er also in diesem Sanatorium bleiben soll, dass er da dieses Sanatorium nicht mehr so leicht verlassen kann. Also der eine, Ziemsen, der will seinen Status ändern, er will vom Patient zum Genesenen werden und der andere, der ist ein Gesunder und wird eigentlich zum Patienten. Und das passiert alles in diesem Exkurs zum Zeitsinn. Und dann gibt es noch eine Ebene. Es ist tatsächlich ein Exkurs, denn Thomas Mann beschreibt nun die Zeiterfahrungen seiner Figur. Auch da können wir sagen, oberflächlich gesehen sehr langweilig. Er beschreibt eine Figur, der es langweilig wird. Was können wir uns vorstellen, das langweiliger ist als die Beschreibung einer Figur, der es langweilig wird? Aber der Exkurs ist überhaupt nicht langweilig. Es passiert wesentlich mehr dabei. Er beschreibt bei dieser Figur eine Veränderung des Zeitsinnes. Hans Castorp liegt also gefesselt, so möchte ich sagen, also eingewickelt in diese 2 Decken da und erfährt nun Zeit ganz anders. Ich möchte an diesem Punkt sozusagen unseren Blick ein bisschen abstrakter machen
und sehen, wie hier tatsächlich eine Versuchsanordnung geschildert wird. Also man nehme einen Menschen, mache ihn bewegungslos, reduziere seine Wahrnehmungsmöglichkeiten und blicke dann darauf, wie sich seine Zeitwahrnehmung verändert. Und tatsächlich, die Zeitwahrnehmung wird länger. Hans Castorp fühlt die lange Weile. Aber dabei bleibt dieser Exkurs nicht stehen. Es gibt noch mal eine Ebene und Thomas Mann erzählt in diesem Exkurs tatsächlich, ein echter Exkurs, über sein eigenes Erzählen. Er erzählt uns davon, wie er als Erzähler mit Zeit umgeht, also wie er das überhaupt machen kann, einen kurzen Zeitraum extrem auszudehnen, einen langen Zeitraum zusammenzufügen. Und da kommt dieses Paradox zur Sprache, ein Paradox der Verlagerung unterschiedlicher Zeitregime. Also gucken wir uns das nochmal genauer an. Hans Castorp sitzt da in seine Decken eingewickelt und es passiert nichts. Es passiert nichts. Das heißt, die Ereignisdichte ist ganz stark nach unten gefahren. Jetzt schauen wir uns die Mikrozeit an. Was bedeutet das? Die Mikrozeit verlängert sich. Ihm wird langweilig. Und jetzt schauen wir uns die Makrozeit an. Was würde passieren, wenn sich das jeden Tag wiederholt? Tag für Tag. Und es wiederholt sich jeden Tag. Das ist der Alltag eines Sanatoriums. Dann schrumpfen die Jahre tatsächlich zusammen. Sie werden kürzer. Die Mikrozeit wird länger, die Makrozeit der Jahre wird kürzer. Und über all das gibt uns Thomas Mann eigentlich Auskunft. Und da sind wir wiederum bei unserem Thema Zerstreuung. Denn Zerstreuung hat etwas mit Ereignisdichte zu tun und auch mit der Zeit, in der wir eine bestimmte Ereignisdichte überhaupt wahrnehmen können oder wollen. Hier wird also in dieser Versuchsanordnung, wie Sie es so schön genannt haben, in der Liegekur, ganz bewusst forciert, dieser Zustand des Zerstreuens. Und die Liegekur nimmt ja auch mehrere Stunden von jedem Tag ein, diesen monotonen Tagesablauf im Sanatorium. Mehrere Stunden täglich liegt Hans Castorp eben an der frischen Luft und zerstreut sich sozusagen. Können wir der Zerstreuung oder das ist ja eigentlich schon eine rhetorische Frage. Wir haben ja gesehen, wie weit Hans Castorp das gedanklich bringt, während er sich zerstreut und welche Gedanken, theoretischen Überlegungen er über Zeit anstellen kann in diesem Zustand. Können wir Zerstreuung so also auch etwas Positives abgewinnen? Kann das einen positiven Impuls mit sich bringen, eine Wahrnehmungserweiterung mit sich bringen? Sie haben jetzt eine Situation geschildert, auch schon mit diesem Begriff der Zerstreuung. Ich würde ganz gern auch eine Schilderung bringen, die sozusagen zunächst mal so ausschaut, als ob sie Ihrer Schilderung entgegenläuft. Ich würde sogar sagen, na, Hans Castorp zerstreut sich tatsächlich nicht in dieser Liegekur. Im Gegenteil, diese Fesselung erlaubt ihm nur sozusagen in die Landschaft zu blicken. Und dann kann man sich diesen ganzen Nachmittag anschauen, der wird einmal unterbrochen. Wahrscheinlich, weil man anders verrückt werden würde durch den Nachmittagskaffee und den Kuchen, den es da gibt. Aber mehrere Stunden vor diesem Kaffee, mehrere Stunden nach diesem Kaffee liegt er also da gefesselt auf seiner Liege. Und was sieht er da? Können wir uns vorstellen, eine schweizerische Schneelandschaft, ein paar hohe Tannen mit Schnee bedeckt. Das ist ganz nett in den ersten 30 Sekunden. In den zweiten 30 Sekunden wird es schon ein bisschen langweiliger. Und wenn wir den ganzen Nachmittag hochrechnen, muss man sagen, das ist nun in der Tat schon eine kognitive Leistung, das unbeschadet zu überstehen. Dann kommt das Abendessen und dann kommt die Zerstreuung. Und was kommt nach dem Abendessen? Netflix. Ja, Netflix ist jetzt vielleicht nicht ganz das korrekte Zitat aus dem Roman von Thomas Mann, aber man kann sich daran erinnern, was die dann abends machen. Da gibt es sozusagen eine kinematografische Trommel. Also das sind so Filmvorführungen avant la lettre. Also das Kino, wenn wir jetzt sagen, der Roman spielt jetzt in diesen Tagen, die er da erzählt, so um das Jahr 1907, das Kino hätte es schon gegeben, aber natürlich die technische Apparatur hat es nicht geschafft, bis auf den Zauberberg hoch. Aber es gibt so Kino-Minimalsubstitute. Und da würde ich sagen, das ist die Zerstreuung. Das andere, der Blick auf diese Schneelandschaft. Es geht ja nicht darum, die Schneelandschaft anzuschauen, sondern es geht nur darum, den Körper an der frischen Luft zu halten. Das hat ja fast schon etwas Trance-ähnliches. Da würde ich sagen, das ist die Fokussierung. Aber jetzt haben wir zwei Beschreibungen. Die Ihre, die sagt, naja, er zerstreut sich da. Meine, er fokussiert sich da.
Ich glaube, so gegensätzlich sind die beiden Beschreibungen gar nicht, weil wir das eine gar nicht ohne das andere denken können. Zunächst einmal erscheinen uns Fokussierung und Zerstreuung als die zwei Enden auf einer Skala. Und dieses Wort sich fokussieren, das ist ja heutzutage auch in aller Munde. Man muss sich fokussieren. Man sagt es dem Fußballspieler, bevor er auf den Platz geht. Man sagt es dem Schüler, wenn er ein Referat halten muss. Man sagt es allen möglichen Leuten, fokussier dich doch mal. Also konzentrier dich doch mal, hab nur etwa eines im Blick. Und nicht immer Zerstreuung, lass dich nicht ablenken. Guck nicht dahin, guck nicht dorthin, sondern guck einfach geradeaus. Ich denke nur, dass das eine sehr oberflächliche Betrachtung ist, dass es jetzt hier nicht darum geht, zwei Extreme gegeneinander zu halten, sondern dass es vielmehr darum geht, und das zeigt uns der Roman, dass Fokussierung und Zerstreuung in einem dialektischen Verhältnis miteinander stehen, oder jetzt ein bisschen weniger philosophisch ausgedrückt, dass das eine in der Tat nur immer über das andere zu haben ist. Und wenn Sie gestatten, würde ich gern auch hier den Bogen zurückschlagen zur gesamten Erzählweise des Romans, so wie es ja auch die unterschiedlichen Ebenen in diesem kleinen Kapitel-Exkurs über den Zeitsinn auch machen. Thomas Mann zerstreut seine Leser mit diesem Roman. Er bietet ihm eine einfache Geschichte, aber gar keine so einfache Geschichte. Er bietet ihm auch eine interessante Geschichte. Und das, was für Hans Castorp interessant ist, das ist natürlich auch für uns interessant. Zum Beispiel, wenn wir den Hans Castorp dann tatsächlich endlich zum Abendessen begleiten und wenn man da dort die unterschiedlichsten Typen sieht, auch die unterschiedlichsten Frauengestalten, Madame Chauchat sieht, da kann man ja schon erahnen, was da noch alles auch im erotischen Sektor passieren wird. Das ist Zerstreuung. Und gleichzeitig liefert der Roman auch eine Fokussierung, nämlich auf die Möglichkeiten, die kognitive Struktur, um es mal so zu nennen, des Menschen eigentümlich umzuorganisieren. Und das ist, glaube ich, schon der Punkt. Es ist ein Roman über die Zerstreuung, aber es ist auch ein Roman über die anthropologischen Vorbedingungen von Zerstreuung. Und dass dieses Thema nach dem Zweiten Weltkrieg aufkommt, das ist übrigens kein Wunder, das ist nicht Thomas Mann alleine, der darüber nachdenkt. Weite Bereiche der Philosophie denken über diese veränderten Zeitregime, über Zerstreuung und Fokussierung nach. Ich will nur zwei Namen aus dem deutschsprachigen Bereich nennen. Das eine ist Heidegger, der ganz grundsätzlich sagt, dass wir ein sehr physikalisches Verständnis von Zeit haben. Das ist das Verständnis der Uhr. Und auf der Uhr dauert eine Stunde immer genau eine Stunde. Aber dass dieses physikalische Zeitverständnis sehr, sehr wenig mit unserem existenziellen Zeitverständnis zu tun hat. Und wenn man dann Heidegger genauer liest, dann kann man auch bei ihm nachlesen. Und das ist gar nicht so weit weg von Thomas Mann, dass Zeit genau jenes Medium ist, über das wir uns erst selber begreifen können. Und ein anderer Name wäre beispielsweise Ernst Jünger mit seinen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, der gefährliche Augenblick, Plötzlichkeit, wie es Karl-Heinz Bohrer ausgedrückt hat, wo es Zeiteinheiten gibt, die unglaublich kurz sind, aber existenziell von gigantischer Dauer, gigantischer Bedeutsamkeit. Man könnte hier ewig weiter reden über den Zauberberg, allein welche Gedanken hier schon angestoßen hat, dass kurze Kapitel-Exkurs über den Zeitsinn, Zauberberg, Bildungsroman, ja, also Hans Castorp zwischen diesen gegensätzlichen Erziehern, die Einfluss auf ihn üben. Ähnlich verhält es sich wohl, wie wir jetzt erörtert haben, mit dem wechselseitigen Spannungsverhältnis zwischen Zerstreuung einerseits, Fokussierung andererseits, der eine vermeintliche Gegensatz ohne den anderen nicht zu haben. Was wir also hier gelernt haben, es lohnt sich, den Zauberberg auch ganz zu lesen, dass möglicherweise Zerstreuung oder anders gesagt Fokussierung ohne Zerstreuung nicht zu haben ist. Ja, in der Tat. Und das liegt in der Tat daran, wie dieser Roman tatsächlich Zeitverhältnisse inszeniert. Der Roman hat 1000 Seiten, aber selbst 1000 Seiten sind irgendwann einmal durchgelesen. Ich empfehle wirklich, alle 1000 Seiten zu lesen. Den Roman ganz zu lesen, ist ein tolles Erlebnis. Aber dann haben Sie gesagt, wir könnten uns ewig darüber unterhalten. Und ich bin der Erste, der dem zustimmt. Und da haben wir schon wieder so ein eigentümliches Missverhältnis. Begrenzte 1000 Seiten
und ewige Unterhaltung darüber. Also da geht es in der Tat auseinander. Und tatsächlich, ich glaube, der Zauberberg ist der Roman dieser Zeit. Er führt uns eine künstliche Situation vor, die wir alle gut kennen, nämlich eine Quarantänesituation. Eine Quarantänesituation ist eine künstliche Situation, weil sie zeigt, dass nun ganz bestimmte Routinen nicht mehr gelten. Und weil diese Routinen nicht mehr gelten, können wir sie überhaupt erst durchschauen. Dazu brauchen wir solche Quarantänesituationen. Und es betrifft vor allem Zerstreuung und Fokussierung. Das ist ja das große System, das in jedem Homeoffice eigentlich auftaucht. Lassen wir uns ablenken, sind wir fokussiert? Und die Frage, die kann man auch nicht eindeutig normativ beantworten. Sei fokussiert, lass dich nicht ablenken. Vielleicht ist die Ablenkung das beste Instrument zur Fokussierung. Und ich glaube, das zeigt dieser Roman auch, indem er nämlich Fokussierung und Zerstreuung in ein solches dialektisches Verhältnis stellt. Also, dass das eine in der Tat nicht ohne das andere zu haben ist. Und wir können, wenn ich das jetzt so frei heraus zum Abschluss sagen darf, uns gar keine Kunst denken, die nicht dieses Verhältnis souverän wieder so dialektisch ins Verhältnis setzt zwischen Zerstreuung und Fokussierung. Vielen Dank, Herr Jaus. Danke Ihnen.
Das war die Initialzündung für meine Doktorarbeit. Herr Wagner, worüber wollen Sie promovieren? Ja, keine Ahnung. Habe mich interessiert, was der Mensch macht, wenn der Himmel leer sei. Und habe durch Zufall den Oettinger, einen Physikotheologen aus dem Schwäbischen, erwischt. Das Murharder Predigtbuch. Und da ist der Fokus der Moderne nicht zerstreut, sondern fokussiert geschrieben. Leibliche Unzerstörlichkeit sei das Ende der Werke Gottes. Mythos Topform. Wir müssen ihn uns antun, wir leiden drunter. Dabei sind wir doch eher imperfekt. Lieber zerstreut als gesammelt. Lieber aus der Reihe tanzen, als zu funktionieren. Ein wunderbares Buch. Wer kennt es noch? Wer geht noch in die Kirche und hört sich solche Predigten an? Ihm ähnlich ein Urlaubsbüchlein von Alfred Sohn Redl, noch kaum zu erhalten. Das Ideal des Kaputten über napolitanische Technik. Was könnte ich schwärmen? Ich habe die Zeit nicht. Der Napolitaner kauft sich einen Vespa-Roller. Er ist ihm zu perfekt und ungeheuer. Er kastriert ihn künstlich. Er ersetzt einen Draht mit einer Schnur, einen Metallhebel mit einem Stück Holz. Und in dieser anthropomorphen Imperfektion ähnelt er sich ihm an und gebraucht ihn. Was könnten wir daraus lernen, statt die Ideale, die Superlative anzubeten und lieber dem Mittelmäßigen hinzugeben? Somit zu unseren Wünschen noch ein Thema, François Lyotard, auch kaum gelesen, Sie sehen, ich habe es mal versucht durchzuarbeiten, die Dialektik des Wunsches. Und ihr wisst doch, der Wunsch wird erfüllt, dann stirbt er, grauenhaft, grauenhaft. Meine Mama hat am Samstag 3 Kleider gekauft, am Montag hat sie es umgetauscht. Sie wollte statt der Erfüllung lieber den Wunsch. Ich verstehe sie. Zerstreuung statt Sammlung. Offenheit statt Gebundensein. Imaginäres statt Reales. Wie Balthasar Gracian im Handorakel der Weltklugheit beschreibt. 200 Aphorismen in jeder U- und S-Bahn leicht zu lesen, zu blättern. Der wichtigste für mich, Geistesgegenwart, ein Vermögen. Präsent zu sein, wenn der Zufall kommt. Zuzugreifen, wie Alexis Orbas. Wenn Gott dir schenkt, Schieberchef, schöne Frau, dann musst du sie nehmen. Nicht verzichten. Wer traut sich das von uns? Moralisch, kirchlich, sozialisiert. Wir lassen den Zufall durchwinken und freuen uns über die Verzichtsleistung. Nein, es geht um dieses Genie, den Zufall zu nutzen. Die Raschen erlangen aus dem Stegreif alles. Es gelingt ihnen nichts mit Konzeption, aber wenn sie ihr Spiel treiben, die Rastellis des Augenblicks, dann legen sie los. Aus dem Stegreif gelingt ihnen alles. Mit Überlegung nichts. Ihr merkt, das hätte ich gern drauf. Es ist auch schon wieder viel zu elaboriert, was ich euch zumute. Und so komme ich zum Schluss. Panonika, der Königswarte. Eine kluge, eine reiche Frau. Sie hat die Jazzer zu sich eingeladen in ihrem Pariser Salon und hat sie spielen lassen. Den Miles Davis, den Ornette Coleman, all die großen und schwarzen Blue Noteler. Denn die Blue Note, das ist die absolute Metapher der Zerstreuung. Sie kommt zu früh, sie kommt zu spät. Ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu tief. Man kann sie nicht fixieren in keiner Partitur, aber man kann sie spielen. Born to perform. Vielleicht hat sich der liebe Gott das gedacht, dass jeder von uns eine Blue Note ist, die sich nur aufführen kann. Zu guter Letzt, wie Coco Chanel, soll eine Frau das vorletzte Wort bekommen, die Kunst, Chanel zu sein. Emanzipatorische Sinnlichkeit, ein wunderbares Leben, das kleine Schwarze, wir wissen es alle. Aber es nachmachen, es selber herausfinden, was ist mein Ding, play your own thing, das scheint mir das Zentrum der Jetztzeit, des Augenblicks zu sein. Maintenant, wie es im Französischen heißt, maintenire, mit der Hand zugreifen. Alles, was dir vor die Hände kommt, zu tun mit deiner Kraft, das tu, sagt der Prediger Salomo. Last but not least, in der Nachspielzeit, Pierre Glosowski, die lebende Münze, eine Fibel der Simulacren, der Doppelgänger unserer Wollust. Unten vor der Staatsoper steht immer ein Lambo, wann immer ich herkomme. Es ist leider nicht meiner, ein Vehikel, ein libidinöses Objekt, aber auch wenn es außerhalb des Körpers ist, ein Zeugnis unserer Lust, unseres Vermögens, Kunst zu schaffen, Mobilität, zu tanzen mit dem Augenblick. Was soll ich noch sagen? Bleibt behütet, sucht
die Lücke im Zaun und lasst euch die letzten Latten nicht zunageln. Wie Hölderlin sagt, kommt ins Offene. Der Zufall ist auf unserer Seite. In dubio pro libido. Für Gott, servus miteinander. Ciao.